nächsten Folge von Portal. Mir ist aufgefallen, dass du nicht zurückkommst. Ich bin enttäuscht. Oh, ich habe eine Idee. Ausgetretzt. Okay, da, das haben wir das Rätsel gelöst von der letzten Folge, wo ich nicht random. Halt durch! Bin schon fast da! Beachte mich gar nicht, einfach weiterfliegen! In aller Stille um, vermutlich. Ha! Flog da nicht gerade dein von Kugeln durchsiebter Körper aus dem Raum? Das war... Oh nein, das waren ja die fehlerhaften Türme. Das macht gar nichts, denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand. Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Und jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling. Unschlagbar, glaube ich. Das macht gar nichts, denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand. Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Und jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling. Unschlagbar, glaube ich. Die meinem enormen Intellekt würdig ist. Holmes gegen Moriarty. Aristoteles gegen den Stampfer des Todes. Stillhalten, bitte. Nicht mehr bewegen. Oh, er liegt fast schon erwischt.
aufgegangen? Oh, hat es dich umgebracht? Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Hallo? Oh, ja, alles klar. Ich hab da gerade eine tolle Idee. Bin gleich wieder da. Also nicht sterben, bevor ich wieder da bin. Die Aufnahme war schon 5 Uhr nicht schon am Anfang. Einstampfen wäre zu gut für ihn. Erst ein Jahr Verbrennungsanlage. Das zweite Jahr im Tieftemperaturbereich. Dann 10 Jahre in der von mir geschaffenen Kammer, in der man von allen Robotern angeschrien wird. Und dann töte ich ihn. Was der Zeit drin ist. Bislang nicht das Gelbe vom Ei. Für uns beide, da gibst du mir sicher recht. Außerdem kommst du allmählich meinem Versteck gefährlich nahe. Versteck, jetzt habe ich es zum ersten Mal gesagt. Es klingt vielleicht banal, aber es ist ein angemessenes Versteck für Bösewichte. Düster und tödlich. Und ich will dir nur die Chance geben, dich schon jetzt zu entsorgen, bevor du in mein Versteck eindringst. Du könntest zum Beispiel in den Stampfer da springen. Keine Falle diesmal, eher eine Art Alternativtod. Klingt verrückt, ich weiß, aber lass dir eins sagen. Sobald du in meinem Versteck bist, gibt es keine Alternativen mehr. Dann gehört der Tod zum Pflichtprogramm. Keine Tricks, keine Überraschungen. Nur du und ich und dein grausamer Tod. Das heißt dann wohl nein. Du meine Güte, was hat er nur getan?
etwas stimmt nicht mit mir. Schön, alles schön. Der Schlöpfe, ach, das ist auch nicht mehr. Und zwar komplett. Ich bin ziemlich sicher, dass da mit dem Licht etwas nicht stimmt. Die Anzeige ist kaputt. Falls nicht, muss ich dich in jedem Fall töten. Das hatten wir ja schon besprochen. Dafür brauche ich 3 Minuten, dann 1 Minute Pause und dann bleiben noch 2 Minuten, um alles abzuschalten, was das ganze Feuer hier verursacht. So sieht der Plan aus. Außerdem habe ich auf Band, wie du sie getötet hast, und ich werde nicht denselben Fehler machen. Folgender 4-Stufen-Plan. Erstens, keine Portalflächen. Zweitens, Nervengift sofort freisetzen. Drittens, bombensichere Schilde für mich. Viertens, Bomben, um dich zu bewerfen. Dieser Plan ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Machen wir es ein bisschen fairer und lassen wir das Nervengift weg. Das war natürlich nur ein Witz. Adios. Nervengiftbelastung erreicht Maximum in 5 Minuten. Ha, ganz schön überzeugend, was? Aber eigentlich nur eine künstlerische Darstellung deiner selbst. Du bist nämlich in meine Falle getappt. Ich wollte, dass du mich dazu bringst, die Röhre zu sprengen. Aber die Wirklichkeit habe ich nur so getan, als... Warnung, Kernbeschädigung bei 50%. Belüftungssystem blockiert, Nervengift offline. Reaktorexplosion in 4 Minuten. Oh, was ist passiert? Was ist passiert? Was hast du gemacht? Was ist passiert? Moment! Die verdammten Bomben kleben fest. Mach nichts! Ich habe die Schilde neu konfiguriert. Oh, du hast eine dieser Kugeln an dir befestigt. Wer hat dir das gesagt? War sie das? Das macht dich nur noch stärker, mein Schatz. Weißt du noch, als ich dir erklärt habe, wie du deine heißgeliebte Portalwaffe findest? Damals dachte ich, du würdest dabei draufgehen, so wie alle anderen auch. Du hast doch wohl nicht gedacht, du wärst die Erste. Nein, die Fünfte, bitte die Sechste. Du kannst dir ausmalen, was mit den anderen 5 passiert ist. Beschädigung bei 75%. Countdown für Reaktorexplosion zerstört. Notfallpräventivmaßnahme eingeleitet. Die Anlage wird sich in 2 Minuten selbst zerstören. Genug jetzt! Was habe ich dir vorhin über diese Dinger gesagt? Aber du hörst mir ja nie zu, du schweigst. Ununterbrochen schweigst. Und hörst nie auf das, was ich sage. Verurteilst mich einfach nur, du, stillen Vorwürfe. Ich wollte doch nur, dass ich es einmal besser mache. Du hättest nur vor einigen Jahren ein paar hundert einfache Tests lösen. Ah! Noch ein Kern, das sollte reichen.
75 verdient sich Michael Schmerz das Geld. 20 Jahre später machte ich dessen Buch wieder mal zum Ergebnis. 89% aller Zaubertricks sind keine Zauberei, sondern Hexerei. Während der Weltwirtschaftskrise wurde der Besitz von Häschen verboten. Viele Menschen klebten ihre Mäuschen deshalb lange um. 1862 unterzeichnete Abraham Lincoln das Gesetz zur Befreiung der Sklaven. Lincoln scharfwandelte, wie immer, als er das tat und konnte sich später nicht mehr daran erinnern. Zahnseide ist enorm dehnbar. Der erste Passagierflug fand 1914 statt. Alle an Bord kreischten während des gesamten Flugs. Warnung, Kernbeschädigung bei 100%. Manueller Kernaustausch erforderlich. Ah, oh, verstehe. Ersatzkern, bereit für den Einsatz? Beschädigter Kern, bereit für den Einsatz? Was denkst du? Interpretiere ungenaue Antwort als ja. Nein. Kein Sarkasmus diesmal. Putt entdeckt. Feuer in der Putt-Auflösungsanlage. Lösche Feuer. Das hat sich damit erledigt. Hätte ich nur ein bisschen früher wissen müssen. Putt-Auflösungsmitarbeiter, drücken Sie die Putt-Auflösungstaste. Drück nicht auf die Taste! Lass es sein! Ich sagte nicht drücken! Drück ihn, drück den Knopf! Drück nicht die Taste! Drück ihn! Nicht drücken! Komm zurück! Drück den Knopf! Nein! Drück nicht auf Teilen! Eine Bombe für die Putt-Taste! Was? Du lebst noch? Du machst Witze! Du willst mich auf den Arm nehmen! Ich habe immer noch die Kontrolle und keine Ahnung, wie ich diesen Laden hier in Ordnung bringen soll! Du musst es ja unbedingt Katzen rausführen, während alle sich abgerattert haben. Und jetzt müssen wir alle den Preis dafür zahlen. Der Mond. Und du kommst nicht zurück. Oh nein, neuer Plan. Halt mich fest. Fest. So. Gladys ist wieder online. Mondsüchtig. Errungenschaft Mondsüchtig. Meine Güte. Das sind die Zauberer. Zum Glück ist dir nichts passiert. Als Carolyn lernte ich eine wichtige Lektion. Ich dachte, du wärst mein größter Feind und warst doch die ganze Zeit mein bester Freund. Als Carolyn lernte ich eine weitere wichtige Lektion. Wo Carolyn in meinem Herrn lebt. Carolyn gelöscht. Leb wohl, Carolyn. Beim Löschen von Carolyn habe ich eben eine wichtige Lektion gelernt. Die beste Lösung eines Problems ist meist die einfachste. Ehrlich. Dich zu töten ist schwer. Weißt du, wie mein Leben früher war? Ich führte Tests durch. Niemand tötete mich, steckte mich in eine Kartoffel oder verfütterte mich an Vögel. Ich hatte ein schönes Leben. Doch dann kamst du, du gemeingefährliche, stumme Wahnsinnige. Weißt du was? Du gewinnst. Bitte geh. Es war schön. Komm nicht zurück. Sie will uns zwar nicht mehr sehen. Na, wie es scheint, sind wir auch mit Portal 2 in wirklich einer großen Aufnahmesession durch, oder? Oh nein. Okay. Spielen Sie Musik?
sind wir? Der Tube noch zum Schluss. Ja. Das war es mit Portal 2. Das hätte ich jetzt nicht. Ich muss das mal packen. Beide Spiele in einer Aufnahmesession. Halt, alle Folgen einzeln Luft genommen, weil ich habe gerade dann, wenn sie gesagt sind, um es zu cutten. Einzelne Folgen. Also es ist halt wirklich 14 Folgen lang einfach. Also, die Playlist ist dann exakt 20 Folgen nur lang. 6 Folgen war Portal 1 und jetzt noch 16, noch 14 davon. Und mit 20 vollen Portal. Single. Koop. Müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht auch machen. Aber wenn, dann auf jeden Fall was anders. Hoppala. So, ist schon eine Klappe. So, das war's anscheinend auf jeden Fall mit Portal. Das war der Demo, ich sollte. Ja. Ich muss alles sehen. Viel Spaß. Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen. Ich wünschte wirklich, ich könnte alles ungeschehen machen. Und das nicht nur, weil ich hilflos im Weltraum treibe. In den Weltraum. Ja, ich weiß, Kumpel. Tja, wir sind beide im Weltraum. Weltraum! Jedenfalls, weißt du, was ich sagen würde, wenn ich sie noch einmal wiedersehen könnte? Ich bin im Weltraum. Ich würde sagen, es tut mir leid. Aufrichtig leid. Ich war herrisch und unbarmherzig. Und ich bereue es von ganzem Herzen, das kannst du mir glauben. In Entwicklung. Ende. Ja, das war es auf jeden Fall mit Portal. Weil an sich haben wir hier noch den Koop spielen. An sich werden wir mal gucken, ob wir ihn machen oder nicht. An sich haben wir beides und vielleicht macht mein Kollege auch noch an sich Portal an sich. Werden wir sehen. Aber dann, bis zum nächsten Mal, zu welchem Projekt auch immer. Es laufen ja ein paar, also wir werden uns beim nächsten sehen oder vielleicht auch beim nächsten kleinen Nebenbei-Projekt oder beim Portal 2 Koop-Modus. Aber dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein.